Gute Nacht, kurz nach 12. Noch ein Gedicht für den vergangenen Samstag, dem 27. August 2022. Und zwar ein Gedicht vom Ukrainer Serhii Shadan, der vorigen Monat schon mal eine Rolle gespielt hat. Denn ich habe das große Glück gehabt, ein Buch geschenkt zu bekommen mit Gedichten von ihm, die er geschrieben hat nach 2014, also nach dem Überfall auf die Krim und den Ereignissen im Donbass und in Luhansk. Es liest sich wie jetzt geschrieben nach dem Februarüberfall auf die gesamte Ukraine. Und es geht aber natürlich um seine Heimat, also um die Ukraine. Und Heimat ist auch das Thema bei unserer Spielzeiteröffnung am 30. September. Und zwar ist da die Überschrift Neue Heimat. Und deshalb gibt es heute dieses schöne Gedicht von ihm. Nein, wirklich schönes Gedicht. Und es ist auch mit einer schönen Überschrift behaftet, nämlich Seid ihr bereit? Serhii Shadan. Seid ihr bereit? Die Seelen der Waldvögel reiben sich in der Luft. Zeit, die Nacht zu belauschen, die unsichtbaren Flügel zu berühren. Seid ihr bereit, am Mitternachtsgleis auszusteigen und in die alte Melodie einzustimmen? Der Griffel in der Kinderhand zeichnet die Atemlinie, die Linie, die das Feuer nicht überschreitet. Zusammenhalten beim Licht, zusammenhalten unter den Flügeln, die sich in dieser Luft auf etwas stützten, ihr etwas entrissen, sich spreizten, das Licht in den Pappkartons des Frühlings durchbrachen? Seid ihr bereit, so leidenschaftlich zu rezitieren, als küsset ihr euren eigenen Atem, als erklärtet ihr dem Sauerstoff des Landes eure Liebe. Seid ihr bereit zu sprechen, als hinge von euren Worten die Zukunft der Zivilisation ab? Bereit, über den Abend zu sprechen, wie im OP über den Tod gesprochen wird, die rabenschwarze Freude entlang zu balancieren, im Hof des Krankenhauses den vorgegebenen Kreis zu verlassen? Seid ihr bereit, den Flügel zu fassen, den Laken der Dämmerung entrissen? Seid ihr bereit, den geschlachteten Rindern die Finger in die Wunden ihrer gefrorenen Leiber zu legen, den Herzschlag der Stadt in den abendlichen Kreuzungen zu spüren, Gesang, der in die Gipsformen der Stimme fließt, Gesang, der die Postkästen der Lungen mit Korrespondenzen des Windes füllt, Gesang, der den Sprachleib bricht, den Morgen mit dem Roggengeschmack eines Psalms speist. Alle, die stark genug sind, dem Dunkel zu trotzen, alle, die unter dem Banner des mitternächtlichen Gesangs stehen. So atmen wir unsere Freiheit aus. Tabakrauch im durchscheinenden Gewölbe des Morgens. So zeichnen sich die Muster der Entzündungen auf den Glasfenstern der Lungen ab. So besingen wir die Gefallenen im goldenen Sand des Frühabends klingen. Sonst nichts. Freude und ein langer, gediegener Abend, wie die Stimme, wie der Atem, brüchig von Gesang und Küssen. Schlaft gut. Bis gleich.